Einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebsten Butterblümchen. Ich muss hier gerade ein bisschen am Licht feilen. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Ich glaube doch. Moment, ich sitze hier noch nicht richtig. So, also, ich begrüße euch, meine herzallerliebsten Butterblümchen. Wir machen hier ein kleines Liebesorakel. Und zwar will ich heute wissen, wird es ein Happy End geben? Wird es ein Happy End geben? Und das wollen wir doch alle wissen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Und deswegen gucken wir mal. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir so ein Däumchen nach oben schenkt, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, da freue ich mich immer drüber. Und das ist hier ein allgemeines Reading. Leute, wenn ihr eine persönliche Legung möchtet, meldet euch bei mir. Die Kontaktdaten findet ihr hier in der Videobeschreibung. Und das seht ihr bitte auch an als das, was es ist, nämlich eine Legung ans Kollektiv. So, genug gequatscht. Oh, ne, nicht genug gequatscht. Ich habe doch noch eine ganz wichtige Sache, die ich ansprechen wollte. Eine ganz wichtige Sache, die mir sehr, sehr, sehr auf der Seele brennt, auf dem Herzen liegt, wie auch immer. Bei dem ganzen Liebesgelege, wollte ich schon sagen, Liebesorakeln, finde ich es ganz wichtig zum Thema Liebe, ne? Denn Liebe ist ja nicht nur die partnerschaftliche Liebe, möchte ich alle Menschen da draußen einfach mal daran erinnern, wer wir wirklich sind, was unser Ursprung ist, nämlich das Leuchten, die Energie der Liebe sozusagen, dessen Ursprung wir ja eigentlich sind. Und wenn man auf dieser Welt immer entgegen seiner eigentlichen Bestimmung und seines eigentlichen Wesens lebt, dann wird man ganz schrecklich krank. Also ob das jetzt psychisch ist oder physisch, das ist ganz individuell. Und ich habe jetzt so in den letzten Tagen vermehrt mitbekommen und das ist mir sehr nahe gegangen. Also ich habe da wirklich die ein und andere Träne verdrückt, weil mir das so nahe gegangen ist. Ich möchte doch wirklich an jeden appellieren, dass wir alle Menschen sind und keiner möchte gerne Krieg. Und ich glaube, keiner sitzt da jetzt draußen, der sagt, yeah, hoffentlich geht es bald rund. Ne? Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und ich finde immer, es fängt doch im Kleinen an. Wo fängt es denn an, wenn wir doch im Kleinen schon feindselig werden, nur weil da auf der politischen Ebene, auf der geopolitischen Ebene da gerade die Hölle losbricht. Ja, wo soll es denn unmittelbar hinführen dann am Ende? Und das sollten wir uns alle mal überlegen. Und ich habe wirklich jetzt gehört, also da wurden von russischen Geschäften Scheiben eingeschmissen. Also da sind Sachen wirklich, wo ich denke, mein Gott, wie kann das denn sein, innerhalb von wenigen Tagen, dass sich alles so verändert und was gestern noch richtig war, ist heute auf einmal falsch. Und das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Leute, wir sind alles Menschen. Lasst uns nicht vergessen, wer wir wirklich sind und lasst uns füreinander da sein und füreinander einstehen und zueinander halten, egal woher wir auch immer kommen. Lasst uns einfach runterbrechen auf die Essenz und das ist die Menschlichkeit. Und bitte, bitte, gerade in dieser Zeit jetzt, schickt so viel Liebe und Menschlichkeit und Mitgefühl und Herzlichkeit raus, wie es nur geht. Sonst brennt uns nämlich wirklich bald alle der Arsch weg. Ich meine das jetzt ganz ernst. So. Und das war mein Statement dazu und mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Leute, jetzt geht's hier aber weiter mit Liebesorakelchen. Und jetzt wollen wir ja gucken, wird es ein Happy End geben? Wird es ein Happy End geben? Heute Abend 20.45 Uhr Livestream, nicht vergessen. Hier, gleiche Stelle, gleiche Quelle, Leute.
Ich habe ja ein bisschen was umgeändert. Ihr habt es ja gesehen, ne? Ich habe ja jetzt 3 Angebote. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe ja jetzt 3 Angebote. Ihr könnt jetzt eine Spiegellegung, eine Dreierlegung oder eine normale Frage stellen. Wie euch beliebt, wie ihr mögt. Oh, jetzt wollen wir mal hoffen, dass es ein Happy End gibt. Alles andere wird nicht akzeptiert. Wir wollen ein Happy End. So, ein Happy End in der Liebe bei euch. Ja, also komm jetzt, was du siehst hier der Anker. Was macht der Anker? Der Anker verankert ja etwas, ne? Der macht etwas fest, der macht etwas verbindlich und sicher. Das Schiff ist sicher im Hafen. Das schippert nie auf einmal ins offene Meer hinaus, ne? Also hier ist eine Verbindlichkeit, dass etwas wachsen soll. Und die Sonne bringt ihnen immer die nötige Energie, um die Dinge sich entwickeln zu lassen, wachsen und gedeihen eben. Moment, ich muss mal eben hier gucken. Ja, also die gute Nachricht ist, das Happy End im Sinne, guck, wir haben die Gefühle, hier liegen der Mond, die Gefühle. Ich würde sagen, der Mondzyklus ist so auch die einzige Karte, wo ich wochenmäßig auch zeitlich Angaben mache. Und das ist hier innerhalb von 4 Wochen. Es ist noch im Verborgenen hier mit dem Buch. Es wird innerhalb von 4 Wochen aber festgemacht, vertieft, offengelegt, offen gemacht. Hier auch bestätigt sich nochmal mit dem Park. Es waren nagende Zweifel, Verlustängste, alles in sehr naher Vergangenheit hier hat es das alles gegeben. Aber das Happy End, hier liegt es, meine Liebe, innerhalb von 4 Wochen. Ich will aber trotzdem noch eine Klärungskarte ziehen. Mein Haselein. Oh, und da haben wir es. Du hast ganz große Zweifel. Hör mal, du, wenn das Video an dich geht hier, ne? Du zweifelst da sehr dran. Also das, was ich dir jetzt sage, da wirst du wahrscheinlich eher sagen, da glaubst du doch wohl selber nicht, Schusselinke. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Aber weißt du was? Ich glaub das. Und jetzt gucken wir mal weiter, weil da sind sehr große Zweifel auch hier, ne? Es wird ein Treffen geben und da kommt es so auf dich zu. Da kriegst du wie die frohe Botschaft, ne? Hier mit dem Blumen. Eine schöne Energie kommt da auf dich zu. Ups, jetzt bin ich wieder ans Stativ gekommen. Schrubbelibu, zupptidup, und da liegst du auch. So, jetzt hier, kurze Message an dich, wenn du eine Resonanz spürst hier. Da, innerhalb von 4 Wochen, kommt da etwas auf dich zu. Ein Treffen, du zweifelst sehr daran, das glaubst du gar nicht. Also du bist da sehr unsicher, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Bei diesem Treffen wird etwas offen gemacht, offengelegt, was vorher verschlossen war, was du überhaupt nicht erkennen konntest, sehen konntest, ne? Hier geht es nach diesem Treffen, geht es auch ins Wachsen, es wächst und gedeiht, ne? Hier ist eine sehr starke leidenschaftliche Anziehung auch da. Und vom Zeit habe ich schon gesagt, ne, innerhalb von 4 Wochen. Das habe ich schon gesagt. Was haben wir denn noch? Wo sind meine Karte? Ach, hier. Warte mal, mein Zuckerröschen. Wir sind noch nie am Ende. Ich hoffe, wir sehen uns heute alle im Livestream, Leute. Und ihr seid damit einverstanden mit meiner neuen Idee, dass ich da diese 3 verschiedenen Angebote habe. Ich habe mir gedacht, ich versuch's einfach mal. Und wisst ihr was? Ich glaube, dann werden auch nicht so viele Leute fragen. Und dann haben wir auch einen schönen chilligen Abend, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen quatschen können und so. Ist doch was Schönes. So, komm, Orakelchen. Oh, hau was raus. Hier haben wir, ach, könntet ihr das überhaupt sehen? Hau was raus, hier haben wir's. So, oh, hier haben wir das Wollknäuel. Guck mal hier. Das Wollknäuel. Das Wollknäuel zeigt, dass das steht, also da geht es um viel Arbeit, da ist viel geleistet worden, viel abverlangt worden auch. Ne? Um so ein Wollknäuel wegzustricken, brauchst du eine Menge Geduld. Also du wirst hier schon Geduld bewiesen haben. Du wirst hier Kraft, Energie, Liebe und so weiter reingesteckt haben. Und das zeigt das nochmal hier. Ne?
Oh, und hier haben wir dann die Leiter, die bestätigt das Ganze nochmal. Also hier hochzukommen ist ja nicht einfach. Die steht kerzengerade, ne? Also hier geht es auch wieder um mit Anstrengung, diese Erfolgsleiter hochzukommen, ne? Also mit eigenen Anstrengungen, aber dann oben auch anzukommen und den Erfolg zu haben, ne? Also es geht hier um den schweren Aufstieg. Also hier das Ziel, wir reden ja hier, haben ja hier vom Happy End geredet, ne? Das Ziel ist eben sehr schwer zu erreichen, ne? So, und dann haben wir hier noch den Delfin. Oh, Leute, und komm, der Delfin ist ein so wunderbares soziales Tier. Also jetzt, ne, da sind wir bei der Energie dieser Karte hier. Hier geht es so um den Retter in der Not. Irgendwo kommt ein Lichtlein her, sage ich mal. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist ja eher so auf dem Trichter jetzt hier, wo du sagst, also ne, im Leben nicht. Das klappt, das wird im Leben kein Happy End geben. So bist du ja eher mittlerweile, ne? Wird auch nicht immer so gewesen sein, aber so mittlerweile stehst du ja so eher an dem Punkt. Und da kommt ein Lichtlein daher. Also hier kommt der Retter in der Not. Im Grunde genommen die große Veränderung, ne? Der Friedensbringer, der positive Energieschub eben, mein Gott. So, und jetzt, wir haben hier dann noch die Liebenden, mein Gott, das sollte, also das ist aber ganz schön, huiuiui, das Bild. Guckt euch das mal an, Leute. Also kommen die Liebenden. Hier wird eine Entscheidung aus Liebe getroffen. Hier geht es um die Liebe, hier macht man keine Kompromisse, hier steht die Liebe im Vordergrund. Ne? Also, ganz klare Kiste, ganz klare Antwort von mir an der Stelle. Jo, ein Happy End innerhalb von 4 Wochen. Und bingo, ich habe meinen Titel schon. Ha, ist das nicht wunderbar? So Leute, ich hau euch das Video jetzt raus. Jetzt kriegt ihr noch einen inneren Buddha von mir mit hier geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich in meinem Livestream. Ich hoffe, ihr unterstützt mich auch. Ihr müsst ja auch gar keine Frage stellen. Ich freue mich doch auch, wenn ihr so kommt. Ne? Das ist nicht die Voraussetzung. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der kommt. Ob mit Frage oder ohne. Jeder kann nur sein Leben leben. Denke, fühle und handle nicht für andere, sondern lasse sie für sich selbst entscheiden. Schrubbelchen, lasse für sich selbst entscheiden. So, meine Lieben, jetzt sehen wir uns dann wirklich gleich um 8:45. Vergesst mich nicht. Ich wünsche euch alles Gute, Peace und Tschüss.